Kapitel 8 – Ein Date mit Folgen. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Switch – Fluch oder Segen, einer Visual Novel von Rosa Canina für den RPG Maker 4X. Wir spielen Tomoya. Tomoya hat eine ganze Menge Probleme. Zum Beispiel ist Tomoya in seine Schwester verliebt. Aber das ist ja kein Problem, denn die beiden sind ja genetisch nicht miteinander verwandt. Das Problem ist nur folgendes. Tomoya ist für ein Jahr lang ein Mädchen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, als hätte seine Schwester vielleicht erst so richtige Gefühle für ihn entwickelt, als er ein Mädchen geworden ist. Vielleicht mag sie seine weibliche Seite lieber, vielleicht auch nicht. Wir werden das herausfinden, wir haben ja schließlich noch eine ganze Menge Zeit vor uns. Der Winter ist ja gerade erst in seinen letzten Zügen. Und wir müssen ja ungefähr, oder es wird ja ein ganzes Jahr vergehen, bis wir vom Fluch erlöst werden. Oder vielleicht wird es auch vorher schon eine Möglichkeit geben, ich weiß es nicht. Das Spiel hatte in den ersten paar Kapiteln eigentlich immer so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten, aber irgendwie jetzt zuletzt nicht mehr. Deswegen, wir lassen uns einfach überraschen, was hier noch so alles kommt. Strohbedeckter Boden. Kahle Steinwände. In der Mitte des Raumes Eisenstangen. Im Kreis angeordnet, als Käfig geplant. Doch die Stäbe sind zu weit auseinander. Man kann den Käfig betreten und verlassen. Auch die Tür steht offen. In der Mitte der Zelle sitzt jemand. Er ist im Dunkeln. Die einzelne Kerze an der Wand spendet nicht genug Licht. Man hört seinen Atem. Regelmäßig, ganz ruhig. Er atmet wie einer, der nichts mehr zu fürchten hat. Jemand, der weiß, dass er gewonnen hat. Der Schrei eines Babys tönt durch den Raum. Die Flamme der Kerze wird größer und die Schatten verziehen sich. Man sieht die Person besser, erkennt, muss erkennen, dass es kein Mann, sondern eine Frau ist. Sie hat das Baby im Arm, wiegt es hin und her. Eine Tür, die vorher nicht da zu sein schien, schwang auf und zwei in schweren Rüstungen gekleidete Männer nähern sich der Frau. Sie betreten die Zelle und greifen nach dem Kind. Die Frau schreit, versucht es zu halten, doch sie ist zu schwach, zu ausgemergelt. Ihr Atem verändert sich, von ruhig zu hektisch. Sie greifen nach dem Kind immer wieder. Einer der Wachen zieht sein Schwert und droht ihr. Dann geht alles ganz schnell. Man hört Knochen bersten, Fleisch aufreißen. Die Frau liegt leblos am Boden, durchtrennt mit einem Streich. Ihre Hand deutet noch immer auf ihr Kleid. Der Mund formt Worte, doch bringt sie nicht mehr hervor. Die Flamme erlischt und es wird düster. Der Traum verliert sich. Das mit dem ausgemerkelt, das habe ich jetzt einfach mal so ganz dezent überlesen. Nichts gegen unsere gute Kanzlerin, wirklich. Auch nicht in Switch. Fluch oder Segen. Ja. Schweißgebadet fuhr ich aus dem Bett. Ich hatte schon einige Tage lang keinen Traum mehr gehabt. Hatte gedacht, dass dies nun endgültig vorbei sei. Doch anscheinend kehrten sie nun noch intensiver zurück. Was war das gerade eben? Gehörte der Traum auch zum Fluch dazu? Ich konnte ihn nicht einordnen, fand ihn äußerst verstörend. Mein Wecker klingelte. Es war Samstagmorgen. Ich hatte nicht sehr viel Zeit, um mir den Kopf über Träume zu zerbrechen. Heute war mein Date in Sapporo. Ich sprang aus dem Bett und schloss fröstelnd das Fenster. Der Schnee war unter der Woche schon fast weggetaut gewesen. Doch zur Überraschung aller hatte es am Freitag wieder angefangen zu schneien. Und jetzt war die Welt weiß wie im tiefsten Winter. Und das, obwohl schon Frühling war. Okay, also wir haben tatsächlich jetzt sogar schon meteorologischen Frühling. Oder vielleicht sogar schon, ja, meteorologischen Frühling, ja. Ich schlüpfte aus dem Nachthemd, das inzwischen für mich selbst zur Selbstverständlichkeit geworden war, und öffnete meinen Kleiderschrank. Ich fragte mich, was ich anziehen sollte. Normalerweise trug man zu Dates immer etwas Besseres, doch ich wollte verhindern, dass meine Eltern etwas davon mitbekamen. Es war unwahrscheinlich, dass sie schon auf waren. Immerhin war Wochenende. Aber man konnte nie vorsichtig genug sein. Ich entschied mich vorsichtshalber für ein ganz normales Outfit. Bevor ich es anzog, schlüpfte ich jedoch vorsichtig ins Bad und nahm eine kurze heiße Dusche. Ich fuhr schneller als Mädchen, doch aus Gewohnheit stief ich oft bei offenem Fenster. Dadurch fühlte ich mich morgens meist wie ein Eiszapfen. Nachdem ich mich unter der Dusche aufgewärmt hatte, ging ich hinunter ins Wohnzimmer, um mir ein Frühstück zuzubereiten. Zu meiner Verwunderung saß mein Vater bereits dort und trank Kaffee. Kaffee. Schon auf? Heute ist Samstag, das weißt du schon, ne? Ich nickte und überlegte mir schnell eine Ausrede. Ein neues Videospiel erscheint heute.
Wenn ich nicht früh da bin, dann werde ich wohl keines mehr bekommen. Bei dem Andrang müsste ich mir sicher eine Woche warten, bis ich es irgendwo aufgabeln kann. So, du fährst heute auch nach Sapporo? Karin kam gerade ins Wohnzimmer. Sie hatte genau wie ich vorsichtshalber ihre normalen Sachen angezogen. Und wieso willst du so früh dorthin? Mios Eltern sind dieses Wochenende auf Geschäftsreise, daher besuche ich sie. Das war eine gute Lüge, solange Mio heute nicht hier auftauchen würde oder anrufen. Mein Vater kaufte es jedenfalls ab. Er hatte auch keinen Grund, misstrauisch zu sein. Wieso bist du eigentlich so früh schon wach, Vater? Er seufzte, als er mir erklärte, dass manche Kunden wohl noch nie etwas von einem Wochenende gehört hatten. Bald würde es mir wohl auch so gehen. Doch für den Moment war ich froh, noch Schüler zu sein und am Wochenende nichts tun zu müssen. Wir müssen dann langsam los. Einen schönen Tag noch. Hey, Moment mal. Wann seid ihr denn wieder zurück? Muss euch eure Mutter zum Mittagessen mit einplanen? Oder kommt ihr erst später wieder? Wenn ich schon mal in Sapporo bin, dann werde ich wohl noch ein paar andere Sachen dort erledigen. Den Mittagszug erwische ich sicher nicht. Ich komme auch erst abends wieder. Bis ich bei Mio bin, müsste ich ja schon fast wieder zurückfahren. Gut, okay. Ich sag dann eurer Mutter Bescheid. Habt Spaß! Damit verabschieden wir uns und das Date konnte beginnen. Karin und ich entfernten uns ein gutes Stück von unserem Elternhaus, bevor wir es wagten, Händchen zu halten. Ich glaube, sie haben nichts gemerkt. Das ist auch gut so. Was meinst du? Wie würden unsere Eltern wohl reagieren, wenn sie die Wahrheit wüssten? Tomoya! Ich möchte es lieber nicht wissen. Wir erreichten den Bahnhof. Durch den unverhofften Neuschnee würde sich der Zug vermutlich noch einige Minuten verspäten. Daher holten wir uns am Automaten zwei heiße Becher Tee. Das beste Getränk bei der Kälte. Ich frage mich, wie lange wir das durchhalten. Karin nippte vorsichtig an dem heißen Getränk. Ihre Mimik sprach Bände. Sie machte sich sicherlich schon die ganze Woche darüber Sorgen. Ein Jahr müssen wir durchhalten. Wieso ein Jahr? Wegen dem Fluch? Nein, aber im nächsten Winter haben wir beide unseren Abschluss. Dann können wir einen Beruf lernen und von zu Hause ausziehen. Ich leerte den heißen Tee in einem Zug. Ich habe es dir bereits am Festtag gesagt, dass ich mit dir bis ans Ende der Welt reisen würde. Unsere Eltern müssten nie etwas erfahren. Der Zug fuhr ein, sogar pünktlich auf die Minute. Ich würde gerne hierbleiben, bei meinen Freunden. Ich hoffe, dass wir nie wegziehen müssen, aber... Sie leerte ihren Becher und warf ihn in einen Abfallbehälter. Aber wenn ich muss, dann würde ich mit dir wegziehen, ohne zu zögern. Ich war froh, das zu hören. Der Zug war relativ leer. Nur in den mittleren Abteilen tummelten sich aber Jugendliche, die wohl ebenfalls nach Sapporo wollten. Karin und ich gingen durch die Abteile, bis wir am Ende des letzten angelangt waren. Erst dort ließen wir uns nieder. Das Abteil, das wir ausgewählt hatten, war komplett leer. Der Zug fuhr ab und am Fenster schossen die weißen Felder nur so vorbei. Ist das nicht wunderbar, die weißen Schneefelder? Wo sonst auf dieser Welt gibt es das? Karin hing wirklich sehr an dieser Gegend, wie ich auch. Von ihr vorzugehen würde uns beiden schwerfallen. So viel war klar. Lass uns das Thema wechseln, Karin. Es ist unser Tag und wir sollten ihn genießen, anstatt ständig an morgen zu denken. Ja, du hast recht. Wir sollten uns überlegen, was wir in Sapporo alles machen wollen. Bis zum Abend ist viel Zeit. Wohin ging man meist bei einem Date? In den Zoo? Ins Kino? In ein Café? Man machte Karaoke, schlenderte durch die Stadt oder ging in einen Vergnügungspark. Nun, im Winter hatte der Vergnügungspark zu, der Zoo war außerhalb der Stadt und lag damit sehr ungünstig. Wirklich in Frage kommen daher, neben den gemütlichen Bummeln durch die Stadt, nur das Café, Karaoke und das Kino. Karin war allerdings, soweit ich das wusste, nicht der Typ, der bei einem Date stundenlang still neben ihrem Datepartner sitzen wollte. Okay. Also ich denke, wir bummeln ein wenig durch die Stadt, schauen uns die Geschäfte an und so und wenn uns dann kalt wird, dann gehen wir wieder in eine Karaoke-Bar und später ein paar Lieder ins Mikro. Danach können wir noch schön was essen gehen. Was meinst du? Sie lächelte. Das ging wunderbar. Eigentlich war es weniger wichtig, was man bei einem Date machte. Es zählte ja nur, dass man Zeit mit jemandem, den man mochte, verbringt. Den Rest der Zugfahrt überbrückten wir mit ein wenig Smalltalk
und erreichten pünktlich, trotz des Schnees, Sapporo. In der Stadt war um einiges mehr los. Die Menschen hastelten hektisch von einem Ort zum anderen. Keiner hatte Zeit, sein Gegenüber wirklich wahrzunehmen. Ich griff nach Karins Hand und lächelte. Jemanden über den Weg zu laufen, den wir kannten, war beinahe unmöglich. Außer natürlich der kompletten Schule, weil irgendwohin müssen die Leute ja auch am Wochenende gehen, wenn in ihrem Dorf nicht besonders viel los ist. Und so verbrachten wir den Vormittag mit einem Bummel durch die Innenstadt Sapporos. Karin kaufte sich bei der Gelegenheit auch gleich wieder ein Kleid für ihre Sammlung. Sie nannte es ihr erstes Date mit Tomoya-Kleid und versprach es das nächste Mal anzuziehen. Nachdem wir dieses Kleid erstanden hatten und aus dem Laden zurück ins Freie traten, begann es heftig zu schneien. Wir schoben daher das Karaoke ein wenig nach vorne, um Schutz vor dem Schnee zu suchen. Es war die gleiche Karaoke-Bar, die wir auch zu meiner Willkommensfeier besucht hatten. Ich war damals ziemlich betrunken gewesen. Ein Zustand, den ich heute meiden wollte. Du fängst an. Sie hielt mir das Mikro entgegen. Und überleg dir genau, was du singen willst. Etwas ungeduldig scrollte ich durch die Liste der möglichen Titel. Schließlich blieb mein Auge in einem Lied mit dem Namen Tears hängen. Hätte ich gewusst, dass das Lied glatte 7 Minuten ging, dann hätte ich wohl ein anderes gewählt. Wenigstens traf ich dem Lied Karins Geschmack, denn nach einiger Zeit sang sie begeistert mit. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir in der Karaoke-Bar blieben. Meiner Stimme nach zu urteilen, musste es einige Stunden gewesen sein. Als wir wieder auf die Straße traten, war es bereits Nachmittag. Und uns gegenüber standen 2 völlig verdutzte Bekannte. Ach, hier seid ihr also. Es waren Makoto und Mio. Ich hatte heute Morgen versucht, euch zu erreichen, aber bei euch zu Hause geht niemand ans Telefon. Und eure Handys habt ihr auch ausgeschaltet. Bei uns zu Hause war niemand? Das war seltsam. Mutter war doch immer da. Vielleicht hatte sie ja gerade geduscht. Ja, wir wollten ein wenig durch Sapporo bummeln. Aber was macht ihr beiden denn hier? Wir wollten eigentlich Kotomi bei ihrem Nebenjob besuchen. Makoto deutete auf meine Hand. Was mich aber mehr interessieren würde ist, was macht ihr da? Als ich die Karaoke-Bar mit Karin verließ, hatten wir Händchen gehalten. Makoto und Mio hatten uns überrascht, sodass wir auf unsere Deckung gar nicht geachtet hatten. Ich glaube, in Japan ist das ohnehin ein ziemlich großes Problem. Also ich bin mir gar nicht sicher. Also ich meine, in der Öffentlichkeit küssen werden sich Leute auf jeden Fall nicht. Und wahrscheinlich wird auch Händchen halten ziemlich verpönt sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man, zumindest nicht in dem Japan, was ich so kenne, durch die Medien, durch unseren Quatsch und durch Lesen und Hören und so weiter, da würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber da können die Leute, die vielleicht wissen, in der Panophile sind oder vielleicht sogar mal schon mal dort waren oder irgendwie anderweitig Kontakt zu der Kultur haben, vielleicht ein bisschen näher was erläutern. Wieso hast du uns denn nichts erzählt, Karin? Ich bin doch deine beste Freundin. Halt, Moment. Es ist nicht so, wie es aussieht. Karin versuchte noch krampfhaft, die Situation zu retten. Aber Mio hatte bereits Blut geleckt und kaufte ihre Rechtfertigungsversuche nicht ab. Es vor ihnen noch verbergen zu wollen, war wohl sinnlos. Tut uns leid, dass wir es vor euch verheimlicht haben. Karin stoß mir in die Rippen. Sie hoffte immer noch, sich rausreden zu können. Tut mir leid, Karin, aber es ist jetzt noch vor ihnen zu verheimlichen, ist sinnlos. Ich wandte mich zu Makoto und Mio. Karin und ich sind seit dem Tag nach meiner Willkommensfeier ein Paar. Makoto johlte, während Mio rechts ernst blieb. Bitte, unsere Eltern dürfen das nicht erfahren. Mio nickte. Ihr seid beides Mädchen und zudem noch entfernt verwandt. Eure Eltern würden wohl ausflippen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ihr beiden lesbisch seid. Ihr solltet es noch Kotomi erzählen, dann braucht ihr es nur noch vor euren Eltern zu verheimlichen. Er hatte recht. Wenn unsere Freunde es akzeptieren konnten, steht wirklich da, verdammt. Wenn unsere Freunde es akzeptieren konnten... Alter, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Er hatte recht. Wenn unsere Freunde es akzeptieren konnten, wir beide mehr Zeit miteinander ver... Ach, nochmal. Wenn unsere Freunde es akzeptierten, konnten wir beide mehr Zeit miteinander verbringen, ohne auf unsere Deckung zu achten. Punkt. Nur zu Hause mussten wir dann weiter auf der Hut sein. Das Café, in dem Kotomi arbeitete, war gleich um die Ecke. Wir betraten das Café, welches zu diesem Zeitpunkt seltsam leer war. Kotomi bediente gerade den einzigen Kunden
und kam dann gleich auf uns zu. Oh, ihr seid es. Nehmt doch Platz, ich bin gleich bei euch. Während wir Platz nahmen, lief sie in die Küche. Ich konnte sie hören, als sie ihrem Chef zurief, dass sie erstmal eine kleine Pause mache. Anschließend setzte sie sich zu uns. Das ist wirklich eine Überraschung. Was macht ihr denn alle hier? Mia und ich waren auf dem Weg zu dir, um dir einen Besuch abzustatten, als wir über diese beiden Turteltäubchen stolperten. Turteltäubchen? Kotomi verstand nicht so recht, was Makoto ihr sagen wollte. Was Makoto damit sagen will, ist, dass Tomoya und Karin seit längerem ein Paar sind. Ihr Gesicht wurde kreidebleich. Aber die beiden sind doch Mädchen. Und außerdem sind sie Großcousinen. Aus genau diesem Grund dürfen ihre Eltern es nie erfahren. Kotomi schaute verwirrt zu mir, dann zu Karin. Aber wieso erzählt ihr es mir dann? Makoto und Mio fanden es heraus. Es zu leugnen wäre sinnlos gewesen. Von daher wollten wir es dir auch erzählen, um wenigstens unter unseren Freunden wie ein Paar agieren zu können. Du musst dir vorstellen, Kotomi, dass die beiden zwar den ganzen Tag unter einem Dach leben, dort ihre Gefühle aber die ganze Zeit verheimlichen müssen. Okay, jetzt verstehe ich. Von mir wird nie jemand etwas erfahren, das verspreche ich. Das bin ich Tomoya auch schuldig. Kotomi verstand das und versprach ebenfalls, dass sie unseren Eltern davon nichts erzählen würde. Zu meiner Verwunderung akzeptierten unsere Freunde die lesbische Beziehung zwischen mir und Karin. Sie wussten ja nicht, wer ich wirklich war. Ohne irgendwelche Vorurteile. Nicht einmal Makoto machte Witze in diese Richtung, wie man es eigentlich von ihm erwarten würde. Mir tat es jedenfalls sehr gut, mich vor ihnen nicht mehr verstellen zu müssen, und auch Karin wurde zusehends ruhiger und fand Gefallen an dem Gedanken. Gut, ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, ist man eigentlich nicht erst dann eine Lesbe, wenn man auch als Frau mit einer anderen Frau eine sexuelle Handlung vollführt hat? Weil ich meine, nur Händchen halten oder vielleicht auch rumküssen oder so weiter, das wäre jetzt für mich eigentlich noch nicht wirklich definitiv lesbisch. Aber gut, das ist nur meine bescheidene Meinung dazu. Nach einer Weile trennten wir unsere Wege wieder. Mio musste wieder nach Hause und Makoto wollte Kotomi nach Hause bringen. Karin und ich dagegen wollten noch ein wenig unser Date genießen. Ohne die anderen. Wir schlenderten gemütlich durch die ziemlich leer gewordenen Straßen. In den Schaufenstern gingen bereits die Lichter an. Schau mal, Karin. Ich blieb vor dem Brautmodengeschäft stehen, vor dem ich bereits einmal, als alles begonnen hatte, in Gedanken versunken stehen geblieben war. Als ich an dem Tag, an dem der Fluch einsetzte, mit Makoto hier war, da blieb ich gedankenverloren vor diesem Geschäft stehen. Ich betrachtete das im Schaufenster ausgestellte Brautkleid. Ich mag nicht religiös sein, doch irgendwann möchte ich vor einem Altar stehen und dich in einem solchen Brautkleid sehen. Karin blieb die Sprache weg. Ihr Gesicht war knallrot geworden. Was ich gerade gesagt hatte, war ja auch eine Art Antrag gewesen. Er kam völlig unerwartet, da war ihre Sprachlosigkeit verständlich. Mühsam rang sie nach Worten. Meinst du das ernst? In der Ferne hörte man eine Kirchenglocke läuten. 4 Schläge für die volle Stunde und 20 Schläge für die Uhrzeit. Gibt es in Japan Kirchen? Also Kirchen wie bei uns wird es ja wahrscheinlich nicht geben, weil in Japan gibt es ja so vielleicht 1% Christen oder so, wenn das hochkommt. Also die werden da bestimmt auch andere Glocken haben, aber eine Kirche, also die haben ja eher Schreine oder sowas als religiöse Gebäude. Also ich habe keine Ahnung, woher da dieses Glockenläuten kommen soll. Der Zug. Wir hatten den Abendzug total vergessen. Und jetzt? Der Zug riss uns völlig aus dem eigentlichen Thema. Wie sollten wir jetzt noch nach Hause kommen? Ich rufe Mio an. Wir können sicher bei ihr übernachten. Karin schaltete ihr Handy ein und wählte im Blindflug eine Nummer. Vermutlich hatte sie Mio bereits so oft angerufen, dass sie ihre Nummer auswendig kannte. Ungeduldig tippte sie mit den Fingern auf der Schaufensterscheibe herum. Mio, wie gut, dass ich dich... Ihre Miene veränderte sich, als sie auflegte. Das war nur die Mailbox. Und ihre Festnetznummer? Habe ich nicht. Ich rufe Mio immer über Handy an. Dann fahren wir einfach hin. Mio wird uns schon nicht vor ihrer Tür stehen lassen. Gesagt, getan. Glücklicherweise fuhr gerade zu dieser Zeit ein Bus in Mios Richtung, den wir auch gerade so noch bekamen. Mios Anwesen war circa eine halbe Stunde Busfahrt von der Innenstadt entfernt. Als wir dort ankamen, starben unsere Hoffnungen aber schnell, denn das Anwesen war vollkommen dunkel. Nirgends brannte Licht. Wir klingelten dennoch vorsichtshalber an der Pforte. Und tatsächlich nahm jemand ab. Anwesen Furakawa,
Was kann ich für Sie zu dieser späten Stunde tun? Es war der Butler der Familie. Natürlich, eine liederreiche Familie hat ja auch einen Butler. Hallo, hier ist Karin Okazaki, eine Schulfreundin von Miu. Ist Miu da? Wir müssen Sie dringend etwas fragen. Oh, das tut mir schrecklich leid. Die junge Miss Furukawa ist heute Nacht leider nicht in diesem Anwesen. Sie ist leider in einem Spuk anwesend. Karin blickte mich an. Und jetzt? Hören Sie mal, wir sind Schulfreunde von Miu. Wir haben den letzten Zug verpasst. Könnten Sie uns wenigstens reinlassen, bis Miu wiederkommt? Pardon, die Dame, doch das ist leider nicht möglich. Die Furukawas werden wohl erst morgen früh wieder zurück sein. Könnten Sie uns dann vielleicht ein billiges Hotel in der Nähe empfehlen? Wir sitzen gerade wirklich ziemlich tief in der Tinte, verstehen Sie? Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie nicht hereinlassen darf. Aber wenn die Damen eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, dann könnte ich Ihnen vielleicht doch behilflich sein. Das wäre wirklich nett. Es ist das Geringste, das ich tun kann. Gehen Sie die Straße einfach ein Stückchen hinauf. Nach einer Weile sollten Sie auf der rechten Seite eine alte Pension sehen. Sagen Sie der Dame dort, dass sie ein alter Freund hergeschickt hat. Dann bekommt ihr mit Sicherheit noch ein billiges Zimmer. Vielen herzlichen Dank. Mir fiel wirklich ein Stein vom Herzen. Ich hatte schon befürchtet, bei der Kälte die Nacht draußen verbringen zu müssen. Keine Ursache. Wie gesagt, ich hätte wirklich gerne mehr getan, doch mir sind die Hände gebunden. Karin und ich folgten also seinem Rat und liefen die Straße hinauf. Wir versuchten, auf die Schilder zu achten und fanden tatsächlich ein gutes Stück entfernt ein altes Häuschen mit einem kleinen Schild, auf dem Pension stand. Inzwischen war es ziemlich spät geworden und wir beide waren ziemlich durchgefroren. Als wir klingelten, ging in einem der Fenster Licht an und eine alte Dame kam winkend heraus. Hinkend natürlich. Ja? Entschuldigen Sie die späte Störung. Wir sind auf Rat eines Freundes von Ihnen hier und suchen ein Zimmer für die Nacht. Sie musterte uns beide, versuchte wohl abzuwägen, ob wir wirklich Gäste waren oder sie nur überfallen wollten. Welcher Freund von mir? Er arbeitet unten in der Villa der Furukawas als Butler. Die alte Dame spuckte gar nicht damenhaft auf den Bürgersteig. Der alte Hugo also? Bezeichnet er sich immer noch als Freund von mir? Sie winkte uns herein und schloss schnell die Tür. Das alte Zimmer macht 1000 Yen pro Person für die Nacht. Der Fernseher funktioniert nicht mehr, aber ihr könnt ihn für die Dusche benutzen. Habt ihr so viel dabei? Gezahlt wird im Voraus. Ich öffnete mein Portemonnaie und drückte ihr 2000 Yen in die verschrumpelte, mumiengleiche Hand. Gut. Ihr beiden seht wirklich halb erfroren aus. Nachdem sie das Geld hatte, wirkte sie um einiges netter. Ich denke, im Alter bekam jeder so seine Marotten. Das Bad ist direkt neben eurem Zimmer. Das Schloss ist kaputt, aber ihr scheint ja eh keine großen Wertsachen dabei zu haben. Oder sonst irgendwas. Das Einzige, das wir dabei hatten, war das Kleid, das Karin am Mittag in der Innenstadt gekauft hatte. In einer Stunde ist Nachtruhe! Dann schloss sie ein anderes Zimmer auf und verschwand hinkend darin. Wir betraten das Zimmer, das wirklich nicht allzu teuer aussah. Eigentlich sah es aus wie ein ganz normales Zimmer aus einem ganz normalen Haus. Nur, dass der Fernseher einen Sprung hatte und auch sonst alles irgendwie eine Ecke älter wirkte. Guck mal, eine PlayStation 1, wir haben schon eine PlayStation 2. Plötzlich ging die Tür wieder auf und die alte Frau hinkte herein. Sie hatte zwei Handtücher dabei und ein Badetuch. Ihr jungen Leute denkt aber auch an gar nichts, oder? Hier, diese Handtücher und das Badetuch könnt ihr kostenfrei benutzen. Sie ließ den Blick von mir zu Karin und zurückschweifen. Was führt euch eigentlich in diese Gegend? Touristen scheint ihr ja nicht zu sein. Wir kommen aus der Gegend. Dummerweise haben wir aber unseren letzten Zug verpasst. Und eure Eltern können euch nicht abholen? Sie ließ nochmal den Blick von mir zu Karin schweifen. Oder sollen sie euch nicht abholen? Sie hob eine Augenbraue, als sie Karins gerötetes Gesicht sah. Dann fing sie an zu lachen. Die Jugend von heute, genauso wild wie wir damals. Damit verließ sie kopfschüttelnd das Zimmer. Ich nehme dann als Erster eine Dusche. Ich werde heute nicht mehr duschen. Ich bin nur noch müde und will ins Bett. Ich packte das Badetuch und ging in das sehr klein geratene Bad. Dabei hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Den Gedanken verscheuchend genoss ich das heiße Wasser. Karin musste wirklich unheimlich müde sein, wenn sie darauf verzichten wollte. Nachdem ich mich abgetrocknet hatte, zog ich meine Sachen wieder an und schlich mich zurück in unser Zimmer.
Karin stand in Unterwäsche direkt vor mir. Was machst du da? Karin war mal wieder knallrot angelaufen. Ihre Sachen lagen fein säuberlich zusammengelegt am Boden. Irgendwie müssen wir doch schlafen. Wir können schließlich Schicht in unseren Sachen schlafen. Sie deutete auf das eine Bett und ich erkannte, was mich vorhin gestört hatte. Es war nur ein Bett, breit genug für zwei Personen, aber dennoch nur ein einzelnes Bett. Dazu hatten wir beide keine Sachen dabei, die wir nachts hätten tragen können. Die einzige Option war es, in Unterwäsche zu schlafen. Okay, ich verstehe. Ich schaltete das Licht aus und hörte, wie Karin unter die Bettdecke schnüffte. Okay, gut, ich sollte in Zukunft keine drei Parts miteinander aufnehmen. Irgendwann ist mein Sprechvermögen dann scheinbar doch erschöpft. Während ich meine Sachen auszog, fiel mir etwas ein. Wie erklären wir das morgen unseren Eltern? Wir sagen einfach, dass Mio kurzzeitig weg musste und ich dich in Sapporo dann getroffen habe. Wir haben Kotomi besucht und darüber die Zeit vergessen und hätten so den Nachtzug verpasst. Ich schlüpfte ebenfalls unter die Decke. Es war ungewohnt, eine einzelne Decke mit einem anderen zu teilen, aber es war etwas, das wir irgendwann wohl jeden Tag machen würden. Nichts Schlimmes, wenn man es so umarmt. Ich schloss die Augen und genoss die Wärme, die von Karin ausging. An dieses Gefühl konnte ich mich durchaus gewöhnen. Tomoya? Hä? Ich habe nachgedacht und ich möchte es wirklich. Was? Deine Frau werden. Durch den Zug und die damit entstandenen Probleme hatte ich vollkommen vergessen, dass ich hier eine Art Antrag gemacht hatte. Das Kleid war wirklich schön. Sie bewegte sich unruhig hin und her. Ihr Ellenbogen stieß gegen mich. Sag mal, was machst du da? Der BH ist unbequem. Ich werde ihn ausziehen. Moment mal. Plötzlich flog im Dunkeln etwas über mich drüber und landete hörbar auf dem Tatami-Mattenboden. Ich traute mich keinen Millimeter zu bewegen. Ich traute mich keinen Millimeter zu bewegen. Das klingt irgendwie komisch. Ich traute mich nicht, mich einen Millimeter zu bewegen, lag völlig verkrampft im Bett. Du solltest deinen auch ausziehen, wenn es unbequem ist, damit zu schlafen. Er störte tatsächlich etwas, aber es geht schon. Mensch, hab dich nicht so. Wir sind schließlich ein Paar. Die Decke flog weg und Karins Schatten tauchte bei mir auf. Es war zu dunkel, um genaueres zu sehen, doch allein ihr Schatten und das Wissen, dass sie keinen BH mehr trug, ließ mein Blut schneller durch die Adern fließen. Ich spürte ihre Hand und plötzlich löste sich mein BH. Er flog genau wie ihre im hohen Bogen auf den Boden. Dann spürte ich ihren Atem auf meiner Haut. Ihre Lippen trafen die meinen. Gute Nacht, Tomoya. Und das war's. Karin legte sich wieder neben mich und schlief fast sofort ein. Ich aber würde wohl in dieser Nacht nur wenig Schlaf finden. Und dabei ahnte ich noch nicht, was mich am nächsten Morgen erwartete. Aber was auch immer uns am nächsten Morgen erwartet, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden es erst im 9. Kapitel von Let's Play Switch herausfinden. Ich würde mich bis dahin wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö!